Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe heute Do-it-yourself-Spielzeugideen für euch. Ich habe mich so ein bisschen an Kaufladenzubehör bzw. Spielküchenzubehör gewagt, dran probiert und da so ein bisschen was gezaubert. Wenn euch das interessiert, bleibt sehr, sehr gerne dran. Schaut aber gerne auch in die Infobox, da habe ich euch drei Kanäle verlinkt von drei lieben Mamis, die auch jeweils ein Video zu Do-it-yourself-Spielzeug abgedreht haben, und zwar ist das einmal die Frau La, einmal Me4You und einmal Rebekkas Blog. Die haben sich auch alle viel Mühe gegeben. Ich blende euch da jetzt gleich mal noch von den Videos ein, was die so gezaubert haben, und dann wünsche ich euch viel Spaß mit meinem. Ja! Meine! Marlen, guck mal. Für die erste Idee brauchen wir diese Schwammtücher, einen Pappteller und Alufolie. Sonstige Hilfsmittel bei allen Ideen sind eine Schere und ein Stift. Wir brauchen von den Schwammtüchern das rote, und dann habe ich da als Vorlage so einen Becher genommen, damit wir uns schöne gleichmäßige Kreise aufmalen können und die dann ausschneiden können. Und so haben wir ganz schnell einen Teller voll mit selbstgemachter Wurst. Wenn ihr möchtet, dass das Ganze perfekt zum Kaufladen passt, könnt ihr euch einfach die Frischhaltefolie nehmen und den Teller damit umwickeln. Das sieht dann gleich ein bisschen echter aus, wenn ihr ein Etikett noch drüber klebt, was wir jetzt nicht gemacht haben, weil Milena wirklich so damit spielt und ihr Sandwich belegt, sieht das Ganze nochmal echter aus. Für die nächste Idee brauchen wir einfach so ein Stück Schaumstoff zum Basteln, am besten in Gelb. Daraus sollen Käsescheiben entstehen. Man sieht es nicht ganz genau, aber ich habe mit dem Stift nicht unbedingt drauf gemalt, sondern da einfach so, ja, so meine Muster reingedrückt. Das bleibt dann so stehen, dass man das noch sieht. Und dann habe ich mir einfach, wie so ein Käse aussieht, so ein paar Halbkreise und Kreise ausgeschnitten. Und natürlich die Scheiben immer dann gleich groß gehalten. Und da kommen wir auch schon zu selbstgemachtem Toast. Da brauchen wir einmal Tuchschwämme und wir haben uns noch so eine Dose besorgt, damit es ein bisschen echter aussieht. Aber das braucht ihr gar nicht. Auf jeden Fall habe ich die erstmal halbiert. Und mein Schatz hat mir dann da eine Toastscheibe drauf gemalt, weil ich bin da nicht ganz so begabt drin. Ja, ist ganz gut geworden. Wir haben die dann einfach ausgeschnitten. Ich habe dann dieses Teil immer jeweils auf die anderen Scheiben draufgelegt und einfach auch ausgeschnitten. Und so hatten wir dann ganz schnell tolles Toast zum Spielen. Ich finde das echt super genial. Gut. Der Toast. Toast. Als nächstes brauchen wir kleine leere Flaschen, am besten weiße. Da könnt ihr zum Beispiel den Monte Drink benutzen oder Actimel-Flaschen eignen sich dafür auch sehr gut. Dann ein bisschen Stoff, ein bisschen Schnur und dann noch unsere Etiketten. Da habe ich dann erstmal die normalen Etiketten entfernt von der Flasche und dann weiter geschnibbelt an meinen eigenen erstellten Etiketten. Die habe ich mit meiner Mama gezaubert, die haben wir hergestellt und ausgedruckt einfach. Wenn ihr die haben möchtet, dann kann ich euch sehr gerne das Bild dazu zuschicken. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, ich schicke euch das sehr, sehr gerne per Mail. Auf jeden Fall habe ich die dann drum gewickelt und hinten festgeklebt und dann nahmen die Milchflaschen schon echt tolle Gestalt an. Dann habe ich mir ein Stückchen Stoff zurechtgeschnitten. Der soll dann nämlich oben auf die Flasche drauf, damit das so ein bisschen nach Bauernart aussieht. Das Ganze habe ich einfach mit der Schnur dann befestigt und ja, ich fand das ganz niedlich.
Somit sind unsere kleinen süßen Milchflaschen auch schon fertig und wir machen uns ran an selbstgemachte oder selbstgebastelte Nudeln. Dafür brauchen wir einmal Watte und einen Bogen Filz und da haben wir auch wieder selbstgemachte Etiketten. Dann brauchen wir noch weißes Garn und eine Nadel. Wir haben erstmal angefangen mit den Bandnudeln, die sind natürlich am einfachsten. Da schneiden wir uns einfach von oben nach unten Streifen aus. Für die nächste Nudelart habe ich mir erstmal so kleine Quadrate ausgeschnitten und die dann gefaltet und zwar wie so eine Hexentreppe. Ihr seht schon, das nimmt ganz schnell Gestalt an, das werden Verfalle. Die habe ich dann, damit die Form natürlich so bleibt, einfach mit Nadel und Faden befestigt, da einmal so ein paar Mal durchgepiekst und das Ganze dann am Ende verknotet. Ravioli, die wir jetzt machen, brauchen wir zwei gleich große Rechtecke. Die legen wir übereinander und schneiden außen so eine Art Ravioli-Muster rein. Ich habe da einfach so ein paar Halbkreise ausgeschnitten. Das Ganze habe ich dann mit Watte gefüllt und mit ein paar Stichen auch wie im Rechteck, wie im Quadrat dann zugenäht. Hier sehen wir jetzt nochmal alle Nudeln im Blick. Ich habe mir dann die Bandnudeln geschnappt und die in so einen durchsichtigen Frühstücksbeutel gepackt und den mit einem Draht, die sind immer dabei bei solchen Frühstücksbeuteln, befestigt. Obendran habe ich dann wieder mein selbstgemachtes Etikett geklebt, erstmal von außen und dann nochmal an die Tüte. Und auch bei dem gilt, wenn ihr das haben möchtet, sagt es mir sehr gerne. Wir haben das direkt auf Pappe gedruckt und so war das einfach perfekt und total niedlich. Also die Nudeln sind wirklich mein Highlight von diesem Do-it-yourself-Projekt. Ich hoffe natürlich sehr, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst mir sehr gerne einen Daumen oben da. Vergesst nicht, in die Infobox zu schauen und bei den anderen vorbeizuschauen. Und dann freue ich mich auf euer Feedback und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!